Und welchen Bond hast du noch genannt? Ach, hier den Dings, den Markus Lanz, genau. Pierce Brosnan. Der Podcast Day. Ich wünsche einen wundervollen 24. November. Wunder, 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 wundervoll, denn P-Day ist zum ersten Mal dreistellig. Alex, bist du da? Ja, wir feiern deinen 100. Geburtstag. Nicht meinen, wir feiern unseren 100. Geburtstag. Also, vielleicht ist jeder von uns nur 50. Mist, ich habe mich falsch vorbereitet. Ah, sehr schön, Alex. Sehr schön, sehr schön. Oh, Mann, oh, Mann. Also, alles noch. Muss ich die Sendung auch alleine machen? So wie alles die letzten wie 99 auch. Alles ja, wie immer, Matthias. Ich wollte ihn nicht enttäuschen. Ah, ich dachte, heute ist das. Ich finde das ganz beeindruckend, weil, warum? Weißt du, wie. Also, wir machen ja jetzt sozusagen diesen Zifferensprung in die dritte Stelle hinein. 100 haben bis jetzt immer zwei Stellen gehabt, bis auf die ersten 10. Und jetzt dauert das aber doch eine ganze Zeit lang, bis wir vierstellig werden. Ja, wenn wir das schaffen, wäre geil, oder? Aber schon, wir könnten das aber machen. Ziel, oder? Wir könnten das machen wie die netten Herren im Mittelalter. Haben die nicht 200 Jahre einfach gestrichen? Was haben die gemacht? Habe ich mal gelesen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so eine Pseudo-Historie ist. Also. Also bei mir klingelt nichts, aber das heißt auch wiederum nichts. Also weil bei ich mir glaube, sind auch 200 glaube, Jahre im Kopf gestrichen, mindestens 200 Jahre. Also obwohl teilweise ich würde sind sagen, ganze Phasen in meinem Leben einfach weg. Für alle, die heute P-Day zum ersten Mal hören, wir machen das jetzt seit Anfang Januar, also seit Anfang 2018. Jede Woche haben wir eine Folge veröffentlicht, fast immer auf unsere klassische Weise. Wir unterhalten uns über die Welttage, gucken, was historisch an dem Datum passiert ist und haben die eine oder andere Ratekategorie für uns gegenseitig dabei. Und manchmal haben wir auch Special-Folgen gemacht zur Europawahl zum Beispiel, die sehr großen Spaß gemacht hat. Und ich habe letztens geguckt, sogar eine der am meisten gehörten Folgen war oder so eine sehr gehörte Folge war, fand ich ganz gut. Ja, stimmt, stimmt. Ja, und wir haben auch schon ein Hörspiel gemacht zu Weihnachten letztes Jahr. Also das war wirklich eine, zwar im P-Day-Style, aber eine richtig ausproduzierte Hörspielfolge. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Und das machen wir dieses Jahr auch wieder. Das stimmt, sie ist fertig geschrieben wir nehmen sie nächste Woche auf und das war schon ein großer Spaß, sie zu schreiben und ich glaube, es wird ein sehr, sehr großer Spaß, sie aufzunehmen, ja. Das ist richtig. Das war eine sehr schöne Einführung von dir, dass du mal sagst, was wir so machen. Und jetzt kommt gleich das erste Ratespiel. Wenn wir heute die 100. Folge haben, wievielte Woche P-Day ist heute? Die 100. Boah, und das mit dem Hamburger Abi? Nicht schlecht. Ich hab ganz kurz, während ich sprach, habe ich gedacht, das ist bestimmt eine Falle. Es ist die 366. Aber nein. Aber dann kommen wir wirklich zum ersten Ratespiel. Nämlich zu... Ja gut, dann machen wir das. Wer hat's gesagt? Und zwar, wer hat's gesagt? Die Kategorie, ich sag dir ein Zitat von einem prominenten Menschen, gebe dir dann vier mögliche prominente Menschen, die das gesagt haben könnten. Und du, alter Tiefenpsychologe, also ich wurde letztens, wir haben ja auch ein sehr netter Kunde von mir, der hört uns ja regelmäßig und der hat dich auch, also ich empfinde das ja auch so, wie gut du die Menschen, also wie gut du die dir gegebenen möglichen Menschen psychologisch analysierst und das gut zurechtlegst. Das machst du wirklich toll. Das ist sehr nett, dass du das sagst. Ich bin wahnsinnig aufgeregt bei dieser Kategorie immer, weil ich nur noch zu verlieren habe. Das war viel schöner in der anderen Kategorie, wo ich nie was wusste. Das war viel besser, weil da bin ich total entspannt rangegangen. Weißt du, das jetzt, ist so... Ja, natürlich, du bist jetzt ist, wenn du ein guter Schüler bist, wenn du ein guter Schüler bist, ganz genau, dann ist die 1- schlicht und einfach eine Riesenenttäuschung. Ja. Es ist die Riesenenttäuschung. Wenn du aber grundsätzlich eigentlich immer so dran rabschrabst, so von wegen sagst, so wirst du überhaupt versetzt oder nicht,
dann ganz ehrlich, die 4,4 ist Ziel erreicht. Alles gut. Mega gut. Ein gutes Pferd springt nur so, wie es muss. Na gut, das ist nicht das Zitat des heutigen Tages. Wird aber gut sein. Ich bin gespannt. Das Zitat des heutigen Tages ist: Ich gebe zu, dass ich gut bezahlt werde, aber es ist nicht mehr, als mir zusteht. Schließlich bin ich öfter gefickt worden als eine Nutte. Was? Ich möchte das Zitat nochmal hören. Ich gebe zu, dass ich gut bezahlt werde, aber... Aber es ist nicht mehr, als mir zusteht. Schließlich bin ich öfter gefickt worden als eine Nutte. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, von wem du da sprichst. Ja, nee, jetzt pass auf. Jetzt sag ich dir, wer das gesagt haben könnte. Hat das erstens gesagt? Sean Connery. Zweitens, nee. Roger Moore. Oh, jetzt geht er durch alle Bonds. Drittens, Daniel Craig. Oh mein Gott, gewusst. Oder viertens, Pierce Brosnan. Oh. Also, es ist ja unschrecklich. Das ist ja ganz schrecklich. Also, da kann ich dir jetzt mal sagen, es ist natürlich nicht im Deutschen gesagt worden, sondern im Englischen. Und dann klingt es natürlich schon anders. Aber. Ja, ja, das Fakt ist natürlich auch klar. Mhm. Das habe ich mir schon gedacht. Also, aber es ist mehr als mir. Es ist nicht mehr als mir zusteht, because I've been fucked by more people than a whore oder sowas, okay? Also, schrecklich schwierig für mich. Wahnsinnig schwierig. Also, Roger Moore hast du mir angeboten, Jean Connery natürlich den Ur-Bond, Daniel Craig den tollsten Bond, den es jemals gab. Und dann war, und welchen Bond hast du noch genannt? Ach, hier den Dings, den Markus Lanz, genau. Pierce Brosnan. Ja, der sieht doch aus wie Markus Lanz. Oder umgekehrt. Sehr ruhig da drüben. Schaut mal alle euch die beiden nebeneinander an und dann seht ihr, bei welchem Friseur Markus Lanz ist. Beim gleichen wie Pierce Brosnan. Nee, ich mag Pierce Brosnan sehr gerne und Markus Lanz, nee, sorry. Ja, ich hab mir Markus Lanz mittlerweile erguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das tut mir leid. Ja, aber man kann sich auch alles schön gucken, vor, oder? Ich habe Respekt vor seiner Leistung tatsächlich schon, aber über den wollen wir gar nicht sprechen. Tatsächlich muss ich sagen, finde ich ihn, ich mag ihn, ich bin gespalten, was seine Person angeht, aber ich bin ganz angetan, was seine Arbeit angeht, weil da ist vieles auch gut. Aber das nur soweit. Genau, also, irrsinnig schwer. Ich gebe immer eine erste Abschätzung zu diesem Thema ein. Also, ich gebe zu, dass ich gut bezahlt werde. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Sean Connery als einer der ersten Bonds unheimlich gut verdient hat, weil das halt auch damals so ein irrsinniges Thema war. Deswegen ist er ein heißer Kandidat. Ob er als typischer Schotte sagen würde, I've been fucked more than a whore oder sonst irgendwas, da bin ich mir noch nicht ganz... Die Schotten sind nah am Fluchen, aber der Ausspruch kommt mir eher amerikanisch vor. Das aber nur nebenbei. Damit würde übrigens auch Daniel Craig rausfallen, der natürlich auch ein Brite ist. Der verdient bestimmt auch gut. Dem traue ich es aber auch zu, weil der so eine brüske Art hat manchmal. Also den würde ich auch mit reinnehmen. Roger Moore ist natürlich auch ein Brite. Sind das alles Briten? Ja, natürlich, scheiße. Ich habe gerade darauf gewartet, wen du in Amerika tankst. Das ist eine Grundvoraussetzung, um Bond zu spielen. Oh Mann, das macht es nicht besser. Okay, dann gehen wir Pierce Brosnan, ehrlich gesagt. Vom Erscheinungstyp her und auch wie er sich so gibt und wie er auch immer, wen er auch immer gespielt hat, dem traue ich die Sprache nicht zu. Nochmal, den härteren Bond, Sean Connery und Daniel Craig, traue ich das aber zu. Und dann hatten wir noch Roger Moore natürlich. Ja, da haben wir wieder so ein Weichen. Nein, dem traue ich das auch nicht. Also, in meiner engeren Wahl sind Daniel Craig und Sean Connery. Die anderen beiden sind für mich andere Sprachtypen. Schön. Genau, aber der Rest findet am Ende der Show statt. Also ich habe jetzt sozusagen noch, weiß ich nicht, so knapp 50 Minuten Zeit, ein bisschen nachzudenken. Genau, was ist dir denn an Welttagen aufgefallen? Ein total interessanter Tag.
Tag. Heute ist Tag der Sardine. Und ich habe mir gedacht, was ist das denn bitte? Tag der Sardine. Also es ist auch wirklich nur Tag der Sardine. Also es geht überhaupt nicht darum, dass ich dir jetzt irgendwas sagen kann, die Sardine ist total wichtig fürs Ökosystem oder was weiß ich. Die Sardine ist schlicht und einfach ein Knochenfisch, der wahnsinnig gerne gegessen wird und der im Wesentlichen im Atlantik vorkommt und in den hauptsächlich westlichen Teilen des Mittelmeers. Bumm. Bei uns wird die Sardine gerne klein gegessen und hauptsächlich in Öl. Und in südlicheren Ländern wird sie im Wesentlichen unheimlich gerne gegrillt. So kenne ich sie auch aus Spanien, Portugal und auch in Frankreich gibt es also die gegrillte Sardine. Mehr kann man da gar nicht sagen. Auf der anderen Seite fand ich es lustig, dass es einen Tag, also es ist eine Heringsart, so viel habe ich auch noch rausgefunden. Und sie ist relativ wichtig als Futterfisch. Also eben Fisch, der gerne gegessen wird. Also weiß nicht, ob sie gerne gegessen wird, aber vom Essenden ja, aber von der Sardine aus wahrscheinlich nein. Das ist das, was ich über Sardinen sagen kann. Somit kann ich sagen, heute ist Tag der Sardine und ja, macht mal ein Döschen auf und lasst euch schmecken. Ich mag das gerne. Auch eine Ölsardine mag ich gerne. Also ich habe nichts gegen Sardinen. Ich esse das auch in Griechenland ganz gerne, genau gegrillt auch. Mhm, und würde das wahrscheinlich auch gegrillt dem in Öl vorziehen. Aber ja, sonst, ich fand das irgendwie, wir hatten ja kurz ein Vorgespräch vor der Show. Ja, das ist der Welttag unserer 100. Folge. Unsere 100. Folge stinkt nach Fisch. Unsere 100. Folge stinkt nach Fisch. Ich fand es wirklich lustig, weil heute gab es nicht viele Welttage. Zumindest habe ich nicht viele gefunden. Und war der blödere von beiden. Deswegen habe ich den mal genommen. Weil ich gedacht habe, den zweiten, den lasse ich dir. Der ist vielleicht der intelligentere. Oh, das hast du gut gemacht. Ja, deswegen, das ist mehr für mich. Ich weiß nicht, ob wir den gleichen meinen. Ist das ich weiß auch nicht, ob der wirklich intelligent ist. Meinst du den Aura Awareness Day? Nee, den meinte ich tatsächlich nicht, sondern ich meinte den wir letztes Mal schon gesprochen haben. Ach so, meinst du den Toten Sonntag? Nee, ich meine den Feier dein einzigartiges Talenttag. Der ist heute? Ja. Den habe ich gar nicht gefunden. Ah, siehst du, dann haben wir zwei interessante. Erzähl du erstmal mit deinem Aura-Tag. Naja, wie gesagt, ich habe ja vorher schon gesagt, ich finde die Welttage ein bisschen enttäuschend heute. Aber ja, ich weiß nicht, glaubst du, dass Menschen eine Aura haben? Du meinst jetzt, also was verstehst du in der Frage? Aura gibt es ja verschiedene Bezeichnungen. Also zum Beispiel, jemand betritt einen Saal oder einen Raum und die Leute spüren etwas, eine Ausstrahlung. Das wird ja auch als Aura bezeichnet. Fragst du mich, ob ich daran glaube? Oder fragst du mich, ob ich an diese sichtbare Aura glaube, die um mich rumscheint? Ich würde das auch, das würde ich auch, du hast recht, der hat eine Aura, eine Ausstrahlung in dem Sinne. Ich glaube, wahrscheinlich heißt Aura auch einfach nur Ausstrahlung, oder? Ich vermute jetzt mal. Das ist so, genau, das ist lateinisch und heißt Strahlenkranz. Ja, nee, also genau, bei Aura Awareness Day geht es wirklich um was Metaphysisches. Also es geht nicht um dieses, und ich würde auch sagen, dass ein Mensch einen Raum betritt, dann ist das aber auch dann, also es ist jetzt nicht so, dass alle mit dem Rücken zu einem stehen können und plötzlich spüren, da ist jemand, sondern das ist, oder? Also ich finde, gibt's ja auch. Manche Leute haben ja wirklich so eine Ausstrahlung, da knallt's richtig rein. Ja, weiß nicht. Also ich finde, man spürt schon, wenn jemand einem grundsätzlich, also man kann schon merken, wenn jemand einen auf dem Rücken guckt oder so. So, das merkt man irgendwie lustigerweise schon, finde ich, oder? Bilde ich mir das manchmal ein. Aber ich finde schon, dass wenn Menschen halt einen Raum betreten, dann ist das eine Mischung aus Körpersprache. Also man muss das schon wahrnehmen. Also ich glaube, ohne die Körpersprache und ja, gewisse Sachen wahrzunehmen, macht das auch, also du spürst das, das glaube ich nicht, oder? Okay, also du glaubst tatsächlich nicht, dass der Mensch an sich sozusagen eine Ausstrahlung, das ist ja Aura, hat. Und das Verrückte ist, dann gibt es ja auch noch andere Menschen, die behaupten, die könnten diese Ausstrahlung auch noch sehen. Und jetzt meine ich wirklich den Strahlenkranz. Ja, ne? Genau, und darum geht das heute theoretisch. Ja. Also, dass ich praktisch dich angucke und sage so, eieiei, in deiner Aura ist aber hier am linken Ohr ein Riss. Patrice,
da ist ein Riss und alles rot. Ja. Ich sehe für dich nur schwarz. Ja, ja, ja. Ja, daran glaube ich überhaupt nicht. Nicht die Bohne. Nee. Also gar nicht. Ja. Und lustiger, insbesondere, ich kenne übrigens auch fast nur, was heißt kennen, ist auch schon zu viel gesagt, ich weiß hauptsächlich von Frauen, die von sich behaupten, so etwas sehen zu können. Und das ist mir auch wieder... Du kennst jemanden, der das sehen kann? Ich kenne jemanden, der von sich behauptet, dass er das sehen kann, tatsächlich. Und ich kenne auch Leute, die damit Geld verdienen. Also die kenne ich jetzt nicht persönlich. Ja, das, okay, man kann mit allem Geld verdienen. Ja, 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 ist richtig. Und das finde ich, mir ist das zu konfektioniert. Wenn du verstehst, was ich meine. Weißt du, das ist so, davon hat man mal gehört und dann sagt halt jemand, ja, das kann ich auch sehen. Ich habe da, so einen siebten Sinn und sehe um dich rum also den Schimmer und erzähl dir irgendwas. Und das hat so ein bisschen was von Scharlatanerie. Wenn die mit was ganz Neuem kommen würden, dann wäre ich ja, dann würde ich ja wenigstens den kreativen Prozess irgendwie noch gut finden. Würdigen. Nee, würdigen, genau, richtig. Aber einfach nur. Ich glaube kein Wort, aber ich mag das, was du weißt du, das ist so wie bei Wiedergeburten. Alle Leute, die ich kenne, die von sich behaupten, übrigens auch größtenteils Frauen. Was kennst du denn für Leute, Patrick? Ich kenne viele Frauen. Muss ich dich retten? Wovon nein, du aber frag doch mal. Wiedergeborenen Christen? Nein, nur weil du mit deinen, nur weil du mit Frauen nicht redest, weil du über Mutismus verfügst in dem Moment. Nein, sondern es ist wirklich so. Gerade Frauen haben von sich so den Eindruck, dass sie haben irgendwann früher schon mal gelebt und die meisten erzählen dir, sie waren Pfarreroninnen oder Burgfräulein oder sonst. Natürlich, wer war auch schon einfach ein abgefragter Penner? Ja, irgendwie Leprakranker oder sowas, ne? Dem gerade ist ihm der Arm abgefallen, so nach dem Motto, was ist das denn für eine Scheiße? Also genau, solche Storys gibt es einfach immer nur, die Leute waren auf jeden Fall Adlige in ihrem Vorleben. Nur? Und warum? Weil die Geschichte nur voll ist mit Adligen. Das heißt, du hast den Eindruck, wenn du ein bisschen zurückgehst, da gab es gar keine Leprakranken. Also doch, von denen weiß man schon noch, aber halt so der klassische, ich weiß es nicht, ein Böttcher oder sowas. Ich war Böttcher. So ein Runde, also nicht Grit, sondern einfach Böttcher. Das gibt's nicht. Nee. Das ist so. Halt aber um zurückzukommen auf deinen Aura-Scheiß. Kannst du auch nicht verkaufen. Das ist genauso wie diese Wahrsager. Ne? Also ich meine, wenn die einem sagen würden, ja, es passiert nichts in deinem Leben. Du läufst ganz normal. genau, mit 43 kriegst du deinen letzten Job und dann wirst du eigentlich auch nicht mehr befördert. Das war's dann. Du bist, es ist okay. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht toll. Deine Kinder sind langweilig, dein Sohn wird Fußball spielen. Ich meine, sowas erzählt keine großen musikalischen Begabungen. So kriegst du halt keine neuen Kunden. Ne? Doch, du musst so. So kriegst du eben keine neuen Kunden, weil ich meine, der Kunde muss ja dann sagen, und du glaubst mir nicht, was mir der Wahrsager in dem Zelt gesagt hat. Ich werde Drillinge bekommen, dann wird mein Arm abfallen, dieser Arm wird zu Gold und ich werde unglaublich reich. Außer du hast jemanden vor dir sitzen, der so ein ganz perfekter Beamter ist. Und der sagt, weißt du, was er mir gesagt hat? Passiert nichts. Ich werde immer um 16 Uhr frei haben. Es ist wunderbar. Es ist ein traumhaftes Leben. Da musst du hingehen. Es ist die schönste Vision, von der ich je gehört habe. Ja, ein Traum. Wunderbar. Und irgendwann hat er mir gesagt, das finde ich schon ein bisschen aufregend, wird sich meine Handynummer nochmal ändern. Aber da glaube ich nicht dran. Das ist ja schon irgendwo auch so ein bisschen Scharlatanerie. So was habe ich noch nie gemacht, so was würde ich nie machen. Das passt nicht zu mir. Ja, ja, genau. Ah, siehst du, also das ist deswegen. Nee. Und kommen wir auf deine Aura nochmal ganz kurz zurück. An diese Form von Aura glaube ich nicht. Ich glaube aber sehr wohl an diese Form von Ausstrahlung, dass Leute einfach Kraft ihres Wesens auf andere sehr wirken. Übrigens sind es meistens Leute, die es auch gewohnt sind zu wirken. Ja, das kannst du ja auch lernen. Natürlich, das ist absolut, ganz genau. Jemand, der es gewohnt ein Chef zu agieren, der strahlt das aus. Der erwartet auch gar nichts anderes. Der ist bass erstaunt, wenn einer auf ihn zukommt und sagt auf einmal, hey du, geh mal zur Seite. Dann sagt er, was? Das passiert doch sonst nicht. Ja, ja. Ja, natürlich. Also ich meine, wir sind ja beide Chefs auch und ich würde uns auch beiden jetzt nicht unterstellen, dass wir halt, aber so eine gewisse Aura haben wir bestimmt auch, wenn wir den Raum betreten, dass man halt auf jeden Fall auch eine ausstrahlt, dass man halt sich
ja, vielleicht auch nicht immer direkt unterordnet. Ja, doch, auf jeden Fall. Natürlich, das passiert automatisch. Genau. Ja. Ja. Ja, dann hast du noch den Tag der besonderen Talente, sagtest du. Den habe ich gar nicht gefunden. Feiertag, den hat, da haben wir schon mal drüber geredet. Das ist der amerikanische Celebrate Your Unique Talent Day. Darüber haben wir schon mal geredet. Und was mir in diesem Zusammenhang eingefallen ist, also man soll also darauf achten praktisch, was man denn selber für ein besonderes Talent hat und dem eine besondere Wertschätzung geben. Und dabei ist bei mir wirklich die Frage aufgekommen und offensichtlich bin ich bei dem gleichen Typen gewesen, der gerade bei der Wahrsagerin war und froh war, dass ihm nichts passiert in seinem Leben. Glaubst du, dass jeder Mensch ein besonderes Talent hat? Glaubst du das? Ja, also ich glaube, jeder Mensch hat nicht mindestens ein besonderes Talent. Aber es kommt dann darauf an, wie du besonderes Talent definierst. Also ich finde halt, also ich meine jetzt, wenn ich sage, besonderes Talent heißt nicht, dass du damit dass du halt halb Gitarrengott wirst unbedingt, sondern ich glaube, du hast die Fähigkeit, etwas so zu machen, dass du sehr viel Freude dran hast. Also du glaubst also nicht, dass es den totalen Durchschnittstypen gibt? Ja, aber selbst, also wie gesagt, ich definiere dann ja auch nicht, dass derjenige, wenn der sich jetzt meinetwegen mit der Gitarre auseinandersetzt, dass er dann halt mega, mega, mega krass gut wird, sondern einfach, dass er so einen Grund. Es ist ja, okay, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Mhm. Ich glaube mittlerweile ja sogar, dass Talent auch zu einem gewissen Grad überschätzt wird. Also es gibt auch genug Studien dazu, habe ich glaube ich auch schon mal letztes Jahr dann wahrscheinlich gesagt, dass halt die haben halt an einer Musikuniversität haben sie die Professoren gefragt, welches die talentiertesten Schüler sind und dann haben sie gleichzeitig die Schüler gefragt, wie viel Zeit sie in das Üben ihres Instrumentes stecken und das korrelierte halt, die Schüler, die die Professoren für am talentiertesten hielten, haben am meisten geübt. Ja, ja. Das hast du schon mal erzählt und das finde ich super interessant. Und ich eine empirisch ungestützte Aussage dazu kenne ich von meinem Vater, der selber Künstler ist. Und ich glaube, eines kann man über ihn wirklich sagen, er ist sehr fleißig immer gewesen. Und er sagt aber auch selber, es ist im Grunde genommen eine Fleißarbeit. Also er arbeitet ganz viel, konzentriert, fleißig. Und dann, am Ende des Fleißes, unterscheidet ihn vielleicht von einem anderen Fleißigen tatsächlich noch so eine Spur Talent. Aber ein nicht talentierter Fleißiger kommt viel weiter als ein talentierter Fauler. Und das finde ich schon sehr interessant. Ich finde sowieso, dass manchmal, wenn einen Sachen zufliegen, das kann eine ganz große Hemmnis sein, wenn man nicht unglaublich talentiert ist, dann ist das oft so, dass man sich schnell auf dem ausruht, was man kann, weil man halt schon von sich aus einfach besser ist als andere. Und wenn man dann, also ich glaube, das habe ich letztes Jahr auch erzählt, ne? Ich hatte in meiner Fußball, also ich war in der Grundschule, war ich so, ich war ziemlich gut, ich war aber der Zweitbeste. Wir hatten einen, der war halt richtig der Überflieger. Und ich war mit dem zusammen auch im Fußballverein und der war auch im Fußball der Beste, mit Abstand der Beste. Und dann haben wir den, irgendwann mit, ich weiß gar nicht, mit 12, 13 oder so, hat er einfach aufgehört, von einer Saison auf die andere. Obwohl er unser bester Spieler war. Ne? Wir haben gedacht, was geht denn? Der spielt keinen Fußball mehr. Und ich habe ihn irgendwann Jahre später mal gefragt, so, warum hast du da aufgehört? Ich meine, du warst super. Und er hat gesagt, naja, die anderen wurden besser. Ja, auch das ist richtig, ja. Ja, ja, das hat ihn einfach, er hat gemerkt, er hat sich nicht mehr so abgehoben. Von er kommt nicht mehr so leicht zum Zuge sozusagen oder zum Erfolg, ja, genau. Ja, und das hat das ihn dann, ja. Ich merke das zum Beispiel auch, also das ist ganz interessant, mir wird ja allgemein ein Sprachtalent zugesprochen und ich merke das jetzt mit dieser französischen Geschichte zum Beispiel. Ja, das macht mir Spaß. Also ich hab den Eingang, den Zugang dazu kriege ich schnell, ne?
Aber ich merke, wie wahnsinnig fleißig und auch zielgerichtet ich bin. Ich mache das wirklich jeden Tag. Ich übe, ich höre Podcasts, ich gucke Fernsehsendungen auf Französisch. Als ich in Frankreich in meinem Kurs war, habe ich nachmittags 4-5 Stunden Hausaufgaben gemacht. Und ich merke jetzt an der Reaktion der Leute, echt, wirklich, das hast du gemacht? Dass ich offensichtlich schlicht und einfach, es fällt mir leichter, die Arbeit aufzunehmen, weil es Spaß macht, aber ich arbeite. Also ja. Es fliegt mir eben nicht zu, sondern ich bin da ganz hart dran und so weiter. Und ich würde sagen, das Talent ist in dem Fall vielleicht ein Motivationsfaktor. Das würde ich mal so sagen. Das kommt hin. Aber nachher muss ich arbeiten. Weil man leicht hat, stimmt. Genau, also es gibt schon Talente und es gibt natürlich auch überdurchschnittliche Talente. Ich meine, ich habe letztens einen Bericht gelesen, da hat, glaube ich, in den Niederlanden ein 9- oder ein 12-Jähriger schon Abitur gemacht und studiert jetzt Elektrotechnik. Das ist halt überdurchschnittlich. Ne? Also Talent an die Elektrotechnik, weißt du? Na, Er könnte einer der großen Denker werden und jetzt macht er Elektrotechnik. Oh. Ja, vielleicht könnte er nicht einer der größten Denker werden. Vielleicht ist er einfach genau darauf, das ist genau sein Ding. Der träumt auch davon, die Welt zu verbessern. Ich habe ein Interview mit dem gelesen, ist ganz süß. Der träumt davon, eine Technologie zu entwickeln, um den Klimawandel aufzuhalten. Schon ganz, ganz irgendwie cool. Nicht? Doch, absolut. Ich hatte nur Höhnisches übrig, das wollte ich nicht sagen. Das ist schön. Du musst doch nicht immer alles in Dreck ziehen. Eben, genau, genau. Ich bin stolz auf dich. Wir nähern uns der Weihnachtszeit, da müssen wir das nicht immer machen. Ich werde verträglich. Ja, weil, also genau, ich wäre mit den Welttagen dann durch. Ja, ich auch. Keine Welttage mehr, bis auf die Tatsache, dass ich eben auch dazu aufmuntern möchte, dass Talent überbewertet wird und ich sagen möchte, auch wenn jemand an sich runterschaut und sagt, ich bin nirgendwo, es wird ja hier auch noch das Unique-Talent, also das einzigartige Talent irgendwie gefeiert, das ist mir ein bisschen zu hoch aufgehängt. Seid einfach interessiert und habt Spaß an den Sachen, die ihr macht und dann, das ist eigentlich alles, was man braucht. Ich glaube, dass wir alles Durchschnittstypen sind und wenn einer irgendwie Spaß am Apfelkuchenbacken hat, dann wird der wahrscheinlich irgendwann ein guter Apfelkuchenbäcker werden. Jo. Aber dazu muss man nicht talentiert sein, das will ich damit sagen. Ich finde, das kann man, also ich glaube auch, es gibt Leute, die haben halt zwei linke Hände für irgendwas, das ist auch nicht schlimm, wenn man das dann irgendwann merkt, dass es das nicht ist. Aber wir, also was uns beide, das haben wir ja auch schon öfter gesagt, wir sind halt begnadete Dilettanten. Ja. Und es hält uns nichts davon ab, etwas auszuprobieren. Und das ist glaube ich, etwas, was einfach oder dumm. Mut und dumm gehen immer einher. Nicht immer, aber doch, sie sind das, auf jeden Fall schau dir Siegfried gute Zwillinge. An. Schau dir Siegfried an. Also wirklich, der Typ, der von nichts Angst hat, auf alles drauf, mit Bären spielt, auf alles drauf, der ist zu blöd. Der hat keine Ahnung. Ich dagegen habe, ja, und jetzt komme ich wieder auf Frankreich zurück, ich habe einen Mitschüler gehabt, einen Deutsch-Schweizer, der war 75 Jahre alt, sehr, sehr nett und war ein offizieller Pilzbeauftragter des Aargaus. Was auch immer das ist, der wusste alles über Pilze. Und er hatte fürchterlich viel Angst vor allen Pilzen. Fürchterlich. Er hat dann irgendwo im Haus seiner Gastfamilie hat er ein Stück Brot mit Schimmel entdeckt. Also mit Schimmel, aber Brot kann ja mal passieren, ne? Ist ja vollkommen klar, ne? Der hat da tagelang von gesprochen, wie gefährlich Schimmel ist. Alles, was du weißt, macht dich ängstlich. Der Wissende ist ängstlich und der Dumme ist sehr, sehr mutig. Wir sind sehr, sehr mutig. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Du hast es ja gut eingeordnet. Keine Angst vor Pilzen, weil wir nichts wissen. Wir beißen in jeden Pilz rein. Ist gar kein Problem. Den Kopf. Lecker. Ach, guck mal, ist der hübsch. Da muss ich jetzt eigentlich auch eine. Kennst du, einer meiner Lieblings-Hamburger Comedian, Marvin Spencer, hat eine sehr schöne Nummer. Da redet er halt auch darüber, dass er in so einer Gruppe ist, Facebook Netties oder Netzwerk oder so. Und da hätte halt jemand gepostet drei Bilder von Pilzen, ob man die essen kann. Mhm. Er hätte die gesammelt. Und dann meinte er halt so, ja, also ich habe keine Ahnung von Pilzen, aber wenn ich sowas sehe, dann schreibe ich immer drunter, ja, kannst du essen, ist sehr lecker, sind super.
Ich mache das nicht, ich habe halt keine Ahnung von Pilzen, aber ich denke mir, wenn jemand sein Leben davon abhängig machen will, von einer Facebook-Gruppe, dann ist unser Genpool besser ohne ihn aufgehoben. Dann verdient das nicht anders. Ja, genau. Das stimmt übrigens. Außerdem sind alle Pilze essbar, manche halt nur einmal. Aber ansonsten alle essbar. Ja. Genau. Es gibt keinen, der dich frisst. So genau, können wir es so stehen lassen. Und jetzt, hättest du was für mich vorbereitet? Tatsächlich habe ich ein Geburtstagskind des Tages vorbereitet. Und ich habe wieder mal zu einer Frau gegriffen, zu einer Frau, die übrigens noch lebt. Die am 24. Frau gegriffen. Das ja, freut mich für dich. Die am 24. November Geburtstag hat. Und zwar 1976. Und somit etwas jünger ist als ich und etwas älter als du. Okay. Und los geht's. Ich habe ein Gedicht geschrieben und du musst erraten, wer es ist. Und Gedichte ohne Musik klingen trivial, vor allem meine, deswegen Musik. Genau. Spießig, spießig, die Gräfin wirkt. Neben Schleimkopf sie ihr Leben verbirgt. Man kennt sie, weil sie Afghanistan besuchte und selber buchte und sich im Tarnanzug zeigt. Das wurde nicht positiv geliked, sondern gehatet, gefatet und auch mal hart angegangen. Dabei ist sie seit Jahren gegen Kindesmissbrauch im Jugendschutz gefangen. Und das ist gut und lindert die Wut auf den Schleimmann, für den sie eigentlich nichts kann. Also ich weiß es, ich weiß nicht ihren Namen. Also doch, sie heißt Frau Theodor zu guten Namen. Genau, und Frau, die gute alte Zeit, in der wir Frauen nur nach ihren Männern benannt haben, ist ja nun endgültig vorbei. Und mittlerweile haben die ja eigentlich Gräfin zu Gutenberg. Auch richtig, alles richtig. Aber ich habe keine Ahnung, wie sie mit Vornamen heißt. Stefanie zu Gutenberg. Stefanie zu Gutenberg hätte ich erraten können, da hätte ich eine Chance gehabt. Stefanie Alexandra. Genau, hätte man tatsächlich erraten können. Ja, sie hat heute Geburtstag. Alles herzlich Gute zu deinem Geburtstag, liebe Gräfin. Genau, ist damals, wir alle erinnern uns, glaube ich, als die Gutenbergs gemeinschaftlich nach Afghanistan geflogen sind und sie da im Tarnanzug war, das fanden viele gut und viele fanden das nicht so gut. Auf jeden Fall hat es Aufmerksamkeit erregt. Ansonsten fällt sie eigentlich wirklich dadurch auf, dass sie nicht auffällt. Sie ist eine Ehefrau und macht das, was Ehefrauen von reichen Leuten machen. Sie macht was Gemeinnütziges. Gutes? Ja, genau. Sie macht was Gemeinnütziges, das ist auch grundsätzlich eine feine Sache. Also, die ist ja nicht dumm, um Gottes Willen, überhaupt nicht, darum geht es auch gar nicht. Aber sie macht halt ehrenamtliches Engagement im Kinder- und im Jugendschutz. Insbesondere arbeitet sie in den NGO Innocence in Danger, die gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern sich einsetzt. Und das ist keine schlechte Sache. Deswegen, da kann man noch mal sagen, das ist eine feine Sache. Dummerweise hat sie halt diesen Ehemann. Der ist schon eine schlechte Sache. Und das muss man ihr auch persönlich ankreiden dürfen, weil sie hat ihn sich ausgesucht. Gehört also, wie immer, gehört der Mann zum eigenen Persönlichkeit oder die Frau eben auch. Und dann wird auch mitgestrahlt oder auch eben mitgetrübt. Und Theodor zu Gutenberg ist nicht nur deswegen eine trübe Gestalt, weil er sich halt Sachen erschlichen hat, was, glaube ich, sehr viele gemacht haben, sondern weil er allgemein einfach, der wirkt sehr gut und hat wahnsinnig viel Schlimmes bewirkt in seiner kurzen Zeit. Die Art und Weise, wie er zum Beispiel die Bundeswehr abgeschafft hat und so weiter und so fort, ist dilettantisch gewesen und hat letztendlich übrigens zum Zerfall der CDU und CSU-Anhängerschaft mit beigewirkt und somit ist er ein direkter Veranstalter der AfD-Zuläufe. Also all diese Geschichten spielen damit rein. Aber das kann man mal anders besprechen. Heute hat sie Geburtstag. Supi, weiter so. Genau, genau. Du redest über ihn. Genau. Du bist wieder reingefallen. Ich bin, nein, in dem Fall habe ich aber Glück. Naja, es ist nun mal so, sie wäre weder in dieser Sendung noch sonst irgendwo, wenn sie nicht Frau Gutenberg wäre. Ja. Sie ist vollkommen blass. Bist du doch nicht reingefallen. Deswegen, genau. Und das war alles. So, herrlich. Wunderbar. Frau Gutenberg. Herzlichen Glückwunsch, Frau Stefanie. Grüße nach Oberfranken.
Wo die Gutenbergs. Leben die eigentlich in Amerika? Ich hätte ehrlich gesagt alles drauf gewettet, dass der nochmal ein Comeback hat, aber jetzt glaube ich es doch nicht mehr. Das kann schon sein, dass er nochmal ein Comeback hat. Warum ja, nicht? Sie haben es probiert. Nee, sie hatten es probiert. Ja, ihn wieder beim letzten Bayern war. Ja, aber ich glaube, das war halt so ein Testballon und wenn dann die Leute drauf gesprungen wären, dann hätten sie ihn stärker forciert. Und also er ist noch theoretisch jung genug, dass er ein Comeback haben könnte. Ja, ja. Aber ich glaube es nicht. Aber man weiß es nicht. Ne? Ich sag mal, wer hätte vor 5 Jahren gedacht, dass hier aus der Kasperle-Box noch Herr Merz rausspringt. Ne? Aber Herr Merz ist ein anderes Kaliber. Der ist ein anderes Kaliber. Dem traue ich auch was zu. Also nochmal, Friedrich Merz ist überhaupt nicht meine politische Richtung. Aber es ist gut, dass es diese politische Richtung gibt, weil es viele Menschen gibt, die in diese Richtung denken und die müssen auch Vertretungen haben. Herr Gutenberg hat keine politische Richtung. Herr Gutenberg ist politisch ein Opportunist. Er macht immer das, was gefordert wird. Das sind die Geschlimmsten von allen. Das ist Friedrich Merz nicht. Friedrich Merz hat eine ganz klare Agenda. Ich glaube, dass übrigens die meisten Leute, die ihn wählen würden, von dieser Agenda keine Ahnung haben und die auch nicht wollten. Aber das ist ja oft so bei den Konservativen. Ja, das glaube ich auch, aber ich weiß gar nicht, ob ich dir da zustimmen kann. Also, ob Theodor zu Gutenberg nicht auch eine Agenda hat. Und ich habe sie noch nicht auch, ich kann mich erinnern, also ich meine, ich sag mal, damals, als das mit Opel war, da hat er jetzt auf jeden Fall nicht, also er ist nicht dem Mainstream danach gelaufen. Und auch die Bundeswehrabschaffung war, also die Wehrpflichtabschaffung war jetzt nun nicht ein Mainstream-Projekt eigentlich. Also, ich fand ihn jetzt... Nein, das war kein Mainstream-Projekt, aber da hast du vollkommen recht. Das war es nicht. Er hat aber meiner Meinung nach Stimmungen aufgegriffen in der Bevölkerung und hat die dann schnell realisiert. Ja, ich glaube, es lohnt sich gar nicht, über den weiter zu reden. Genau. Über Friedrich Merz werden wir sicher noch mehr reden, aber genau, was ist mir historisch aufgefallen? Historisch, was ist dir aufgefallen? Genau, du bist dran. Ja, mir ist aufgefallen, der 24. November ist sehr wichtig, denn am 24. November 1859 veröffentlicht Charles Darwin sein Werk The Origin of Species. Heißt es so? Species? Species. Mhm. Und hat damit praktisch die Evolutionstheorie vorgestellt. Genau, das ist das Buch, in dem ursprünglich die Evolutionstheorie vorgestellt wurde. Und das ist sowas, wenn man darüber nachdenkt, ist das auch ganz interessant, weil das ist ja jetzt nicht so, dass der das Buch veröffentlicht hat und dann plötzlich nächstes Jahr in allen Schulen die Evolutionstheorie unterrichtet wurde, sondern das war natürlich ein weiter Weg. Wir hatten das ja auch noch letztens, dass irgendwann noch im 20. Jahrhundert in Amerika verboten wurde, das zu lernen. Also das war ein weiter Weg, bis sich das wirklich so als Allgemeinwissen, und das Allgemeinwissen ist ja dank Leuten wie den Flacherdlern und so ja auch nicht für alle Allgemeinwissen, nee, aber gut, für viele als Allgemeinwissen, es war ein weiter Weg. Ich frage mich manchmal, was ist vielleicht jetzt gerade in der Pipeline oder gerade schon rausgekommen, obwohl wir sind jetzt in einer Wissensgesellschaft, die großen Dinge werden wahrscheinlich schneller groß, oder? Wer weiß. Ich hatte zum ersten Mal auch in meinem Frankreich-Urlaub, ich habe gerade von ihm gesprochen, von meinem Deutsch-Schweizer Mitschüler, 75 Jahre alt. Der hat sehr geprägt, ne? Ja, klar, wir waren 2 Wochen lang auf jeden Fall viel zusammen und so weiter. Und der war ja auch ein lustiger Typ, alles gut und auch sehr sympathisch. Aber das war zum ersten Mal jemand, den ich kennengelernt habe, der ist sehr gläubig, ein Schweizer Calvinist, der hat tatsächlich die Evolutionstheorie abgelehnt. Ich habe ein Sujet vorbereitet und das fing so an, so von wegen, wir sind uns ja hoffentlich alle einig, dass der Mensch eben ein Affe ist. Und dann in dem Moment waren wir uns überhaupt nicht einig und er ist ausgestiegen. Also er hat gesagt, an diesem Punkt ist für mich die Diskussion zu Ende. Und dann habe ich gesagt, was ist denn jetzt passiert? Da kannst du auch nicht drüber diskutieren. Nee, weil er eben wirklich sagt, hier steht ja alles in der Bibel. 7 genau. Tage, am Anfang Licht und Erde und Himmel und Sterne. Und irgendwann halt Leben und Mann, dann Rippe raus, Frau.
Alles klar, easy. So war easy. Das. So war das. Und als ich gekommen bin, nee, wir sind ein Trockennasenaffe, da sind wir wirklich aneinander geraten, weil ich an, also das habe ich auch noch nie erlebt, fand ich wirklich spannend, weil ich an seinen Grundfesten gerührt habe. Nix Affe. Und er findet übrigens auch, dass er was ganz anderes ist als ein Tier. Weil damit habe ich auch gesprochen, dass er nämlich ein, also dass wir Tiere sind. Affen eben. Natürlich weit entwickelte Tiere, das will ja keiner absprechen, aber wir sind nicht, wir stammen nicht vom Affen, wir sind eine Affenart. So ist der heutige Teil der Wissenschaft. Ne? Das hat ja der Darwin damals noch anders dargestellt. Da hat er gemeint, da kennen wir alle diese Evolutionstabelle, die es da gibt, ne? mit den verschiedenen Primaten und so weiter. Und wo dann am Schluss der Homo sapiens steht, wir sind eine Affenart. Das ist heute klar. Und zwar genwissenschaftlich klar. Und die können ja schon was, die Jungs. Ist ja nicht so, dass die sich das ausdenken zu Hause. Also. Nein, ist nicht so. Ja, nee, aber genau, das ist, finde ich, auf jeden Fall, also ist halt auch noch nicht so ewig her. Also natürlich schon für uns ewig, aber eigentlich ist es halt auch noch nicht ewig her, dass das so rausgefunden wurde und veröffentlicht wurde und ja, das hat unser Denken natürlich komplett verändert. Hat natürlich auch wahrscheinlich die Säkularität deutlich beschleunigt, vermute ich. Würde ich auch sagen. Und ich finde das sehr gut. Also ich bin ich bin auf jeden Fall Charles Darwin Fan. Ja, ist wieder was, wo sich die Kirche auch, also mit offenen Armen haben sie Charles Darwin aufgenommen und haben ihn gehegt und gepflegt, weil er so gut gearbeitet hat und die Menschheit voranbringt. Also wieder mal hier ein tolles Beispiel, wie die Kirche einfach progressiv vorneweg die Menschheit voranbringen will, die Wissenschaften unterstützt. Also wer jetzt denkt, das wäre nur bei Feminismus so, dass sie sich da ein bisschen schwer tun würden, nein. Die tun sie mit allem schwer. Auch also damit, dass die Erde keine Scheibe ist. Und konservativ dass wir, heißt vorne vor, an der Spitze des Fortschritts sein. Und wer hat das gesagt? Ah, du hast es. Moment. Wir haben neulich drüber gesprochen. Es war aber kein Zitat, ne? Das war, doch. Oder? Aber verdammt, und ich hab, aber und wir haben es nicht in der Folge gesagt. Nein, du hast es nicht rausgefunden. Ich habe mich im Nachhinein geärgert, weil ich dachte, du kennst das, dass ich dir das nicht gesagt habe. Das hat Adenauer gesagt, sage ich jetzt einfach, oder? Nein, nee. Das hat dein Bayer gesagt. Charles Darwin, der alte Bayer. Ein Bayer. Karl Darwin. Na, wer hat es gesagt? Franz Josef Strauß. Ja. Echt? Ja. Ja, aber es kommt immer darauf an, heißt, an der Spitze des Fortschritts stehen. Ja, aber wenn du an einer Schlange stehst und du bist ganz hinten und du drehst dich um, denkst du auch, du wärst vorne. Also das ist nicht in Ordnung. Was ich glaube, so hat er das gemeint. Was ist dir denn noch historisch aufgefallen? Du, wir sind am gleichen Thema, denn heute am 24. November ist das erste Tierschutzgesetz verabschiedet worden. Und jetzt kommt von der SPD. Jetzt, genau das ist meine Frage. Hast du eine Idee, in welchem Jahr oder in welcher Zeit das gewesen sein könnte? Tierschutzgesetze. Ja, ich war letzte Woche gerade. Aber okay. Ich habe es mir auch aufgeschrieben, weil ich es auch gedacht habe. Das ist nämlich, war nämlich nicht alles schlecht damals. So. Autobahn und Tierschutz. Das es waren tatsächlich die Nazis. 1933 haben die das erste deutsche Tierschutzgesetz verabschiedet. Es wurde in der Weimarer Republik mehrfach schon besprochen. Es ist für mich deswegen so aktuell, weil ich gerade letzte Woche Samstag hier bei der Hamburger Demo gegen Tierlabore, also wegen dieses LPT-Skandals und so weiter, mit übrigens, und darauf sind wir sehr stolz, 15.000 anderen Menschen durch die Hamburger Innenstadt gelaufen sind und echt Randale gemacht haben. Also es war laut, es war klar, was man will. Und ich glaube, die Bilder, die auch durch die Republik gegangen sind, waren auch groß. Ich finde es übrigens ein sehr einfaches Thema. Wenn man mich fragt, darf man denn Tiere quälen, dann sage ich nein. Und wenn man dann sagt, aber wenn man damit Geld verdienen könnte, dürfte man es dann, sage ich immer noch nein. Warum das so schwierig ist, weiß ich nicht, aber es ist wahnsinnig schwierig. Die Nazis haben das als Propagandasystem eingeführt, denn Tierschutz haben sie vor allem dafür benutzt, um auch wieder gegen das Judentum zu wettern, also als Antisemitismus, weil das Schächten, nämlich also die jüdische, koschere Art, Tiere zu schlachten, das ist das Ausbluten, man hängt sie kopfüber irgendwo auf oder muss sie auch nicht aufhängen, das stimmt nicht, man schneidet ihnen mit einem koscheren Messer, das ist wichtig, einem
von einem Rabbi abgenommenen sauberen Messer. Das bedeutet, da dürfen zum Beispiel keine Scharten drin sein. Schneidet man den Tieren die Halsschlagader durch und dann werden sie ausbluten gelassen. Ich habe das einmal in meinem Leben live gesehen, unabsichtlich in Spanien. Da haben sie das mit einem Rehkitz gemacht. Das war dort nicht aus religiösen Gründen, sondern schlicht und einfach so haben sie dort eben das Rehkitz umgebracht. Das ist... das ist ein langsames Sterben, weil sie wegdämmern die Tiere, durchaus dabei vielleicht auch merken, dass sie wegdämmern. Also es macht ihnen vielleicht auch nicht unbedingt Spaß. Da haben die Nazis das ausgenutzt und gesagt, die bösen Juden, was die mit den Tieren machen, das wollen wir verbieten. Und deswegen haben sie tatsächlich das durchgesetzt. Das haben die schon 1927, also die NS, die Nationalsozialisten haben das schon 1927 gefordert und haben es dann tatsächlich dann 33 umgesetzt. Aber was war, also war das das der einzige, was war das das einzige, was in dem, also war das das Nicht-Schächten-Gesetz oder war das? Nein, Tierquälerei und Schächten, darum ging es tatsächlich. Also tatsächlich, man hat dann später. Also Frauen durfte man schon noch schlagen, aber Tiere nicht mehr. Na, man durfte auch mit Menschen Versuchen machen in Konzentrationslagern, das ist doch vollkommen klar. Und die Tierversuche wurden auch wieder eingeführt, übrigens insbesondere für Kriegsforschung dann, also. Für die ganz, also wie wirksam sind Gase, sind andere Kriegsmittel und solche Geschichten, wie tödlich und so weiter. Ne? Und das hat man ja auch in den KZs an ganz vielen Häftlingen getestet. Biologische Kampfstoffe und so weiter. Tierversuche wurden auch weiterhin gemacht im Bereich der Krebsforschung, die im Rahmen des Dritten Reiches gemacht wurden. Also das ist grauenhaft tatsächlich, wie das wieder verwendet wurde. Aber Tatsache ist, auf diesem Tierschutzgesetz der Nazis von 1933, vom 24. November, basiert auch unser heutiges Tierschutzgesetz. Es gab dann, ich glaube, 1956 noch Novellierungen und seitdem immer wieder Novellierungen, aber die Basis ist tatsächlich das von 1933. Ja. Okay. Schlimm, ja, wenn gut, du das sagst, es war nicht alles schlecht, weil das liegt einem so auf der Zunge, oder? Ja, nein, aber es wäre ja auch total schwachsinnig zu denken, dass jedes Gesetz, was in der Zeit erlassen wurde, schrecklich war. Das macht ja die Zeit nicht besser. Nur weil da auch mal ein blindes, auch ein Nazi, auch ein rechtes Huhn findet mal ein Korn. Also, ich finde, also man darf das halt, also es haben ja einige, also ich finde immer, das schwingt, das hat ja Eva Braun, wollte ich gerade sagen, Eva Herrmann. die hat das ja so, also da schwingt ja immer so eine Relativierung damit. Ich finde durchaus, dass man sich nicht sperren darf. Also es darf kein Argument sein, also wenn wir jetzt mal wegen keinen Tierschutz hätten und wenn wir jetzt sagen würden, ach, so ein Tierschutzgesetz wäre doch ganz gut, und dann würde es bestimmt Leute geben, die sagen würden, ja, aber die Nazis haben das auch gemacht. Und das geht halt nicht. Aber du darfst halt nicht, also umgekehrt darfst du halt nicht nur, weil da irgendwas Gutes war in der Nazizeit, darf der Rest nicht relativiert werden. Und wie gesagt, also es ging wirklich hauptsächlich darum, also gerade das Schächtverbot ging, darauf wurde einfach das religiöse Leben eines stark religiösen Juden sehr, sehr eingeschränkt. Und übrigens, wieder mal, die Willkür wird auch wieder gezeigt, in der Endphase des Zweiten Weltkrieges gibt es einen Befehl des Oberkommandos der Wehrmacht, der den muslimischen Kriegsgefangenen das Schächten erlaubt hat. Tja, recht pragmatisch die Herren gewesen, nicht? Wie sie so sind, ganz genau. Pragmatisch waren Rechte schon immer. Genau. Also, das war heute, was habe ich gesagt, 1933, genau, irre. Ist dir was aufgefallen? Ja, ich springe nur 30 Jahre weiter. 1963, am 24. November heute, erschießt Jack Ruby. Und es ist nicht Ruby Tuesday. Goodbye, Ruby. Oh, singen die über den? Nee, nein. Jack Ruby erschießt in Dallas vor laufenden Kameras Lee Harvey Oswald, den mutmaßlichen Mörder von John F. Kennedy. Bist du auch da so, findest du diese Verschwörungstheorien auch so geil? Also ich weiß nicht, glaubst du da irgendwie, dass da irgendwas dran ist, oder glaubst du...
Ich bin zu schlecht informiert über diesen ganzen Fall Kennedy, muss ich sagen. Ich habe nicht einmal, und jetzt wirst du gleich aufschreien, ich habe nicht einmal den Film gesehen. Ich habe nicht mal JFK gesehen. Ah, siehst du, da ist der Aufschrei. ich habe mittlerweile durch das, was ich gelesen habe, verstanden, dass es Lee Harvey Oswald auf keinen Fall war. So. Ja, und mehr gut, weiß das ich ist, nicht. Aber das ist die offizielle Version, ist immer noch, dass er es war. Ja. Aber das ist, glaube ich, wirklich ausgeschlossen, schlicht und einfach durch wirklich Erkenntnisse, was Einschusswinkel und so weiter angeht. Glaubst du nicht an die magische Kugel? Ich glaube nicht an die magische Kugel. Interessant übrigens ist, dass die Kugel von Lee Harvey Oswald hätte halt irgendwie, glaube ich, bei Kennedy eindringen müssen, dann also irgendwie in die Schulter eindringen müssen, dann irgendwie irgendwo an der Lende wieder raus, dann bei dem, der im Vordersitz saß, ich weiß nicht mehr, wer das war, rein, wieder durch die Schulter, dann durchs Ohr von Kennedy einmal um die Welt rum. Ich weiß jetzt gar nicht, warum du das so ins Lächerliche ziehst, weil ehrlich gesagt, jeder, der schon mal Flipper gespielt hat, der weiß, was Kugeln machen und wie uneinschätzbar das ist. Sonst würde ja jeder beim Flipper ständig gewinnen. Also das ist nun wirklich nicht korrekt. Übrigens möchte ich darauf hinweisen, dass Jack Ruby eigentlich Rubinstein, welcher Religionsgemeinschaft angehörte. Und das ist ein ganz interessanter Anteil. Genau. Das ist ein ganz interessanter Anteil des Ganzen. Weil er selber hat ja, hatte er ein Gesundheitsproblem. Der war nicht ganz klar im Kopf. Und zwar wirklich pathologisch. Jetzt nicht nur, dass man sagen kann, na klar, jemand, der einen anderen erschießt im Keller von der Polizei. Der hatte einen Nachtclub, ja, genau, der war Nachtclubbesitzer. Und er wollte unbedingt vermeiden, dass geglaubt wird, dass er Teil einer Verschwörung ist. Es gibt x-tausend Zitate von ihm, wo er das tatsächlich immer wieder bekräftigt, dass er ein Einzeltäter ist. Und er wollte sogar einen Lügendetektortest machen, dass man weiß, er sagt die Wahrheit, weil er wahnsinnig befürchtet hat, dass durch eine Verschwörungstheorie, die wieder das Weltjudentum in den Vordergrund stellt, die amerikanischen Juden letztendlich Schwierigkeiten kriegen würden. Ganz interessanter Nebenfakt. Er wurde dann tatsächlich relativ flotti in Dallas übrigens noch zu Tode verurteilt. Das wurde aber wieder aufgehoben. Weil man dann sich dachte... weil man sich dachte... Man hätte vielleicht, also die ganze Stimmung in Dallas war zu aufgeheizt und deswegen haben tatsächlich die Anwälte durchgesetzt, dass man das Verfahren nochmal aufnimmt und woanders nochmal tatsächlich den Prozess ihm macht. Und das sollte dann auch geschehen, ist dann aber nicht geschehen, weil er kurz vorher gestorben ist. Woran und zwar eines natürlichen Todes. Okay. Ja, also ich bin ja schon so ein kleiner Freund von Verschwörungstheorien. Also ich weiß jetzt auch, also ich habe da ehrlich gesagt, ich hänge da jetzt auch keiner ganz bestimmten Verschwörungstheorie an, wer ihn umgebracht hat. Also mich würde es nicht überraschen, wenn es halt der amerikanische Geheimdienst selber war, irgendwie. Aber was ich auf jeden Fall, jetzt finde ich es leider, das habe ich leider mir vorher nicht aufgeschrieben, aber eigentlich, das wird auch in dem Film gesagt, also in den JFK-Film, eigentlich wäre jetzt, glaube ich, ungefähr die Zeit, wo die alle Akten freigegeben worden wären vom Kennedy-Mord. Und das haben sie nochmal um, ich weiß gar nicht, 50 oder 150 Jahre verlängert. Wird ja auch seinen Grund haben. Dass so etwas möglich ist, ne? Sensationell. Interessant ist wirklich, Ruby, also es wurden alte Fernsehinterviews übrigens nochmal gefunden, wo Ruby Interviews gegeben hat, eben im Rahmen dieser ganzen Handlung. Und er sagt da ganz klar, das Einzige, was ich sagen kann, alles, was von Bedeutung ist, alles, was geschehen ist, kam niemals ans Tageslicht. Also er sagt, ihr wisst nichts. Die Welt wird niemals die wahren Tatsachen erfahren. Mit anderen Worten, meine wahren Motive. Ich bin die einzige Person im Hintergrund, die Wahrheit über alles, was sich auf meine Person bezieht, kennt. Also er sagt, ich bin Einzeltäter. Das ist das eine, was er sagt. Dann sagt er aber, weil der Interviewer ihn dann fragt, ob er denn glaube, dass die Wahrheit jemals ans Licht kommen würde, sagt Ruby daraufhin, nein.
Denn unglücklicherweise werden die Leute, die so viel zu gewinnen haben und ein starkes Motiv hatten, mich in diese Lage zu bringen, in der ich jetzt bin, niemals zulassen, dass die wahren Tatsachen ans Tageslicht der Welt kommen. Was total widersprüchlich ist. Er hat eben gesagt, er ist der Einzige. Jetzt hat er gesagt, es gibt andere. Ne? Und, er soll ein bisschen verrückt gewesen sein. Genau. Und es wurde noch viel schlimmer dann. Später hat er nämlich gesagt, dass... es gibt eine Aussage von ihm, die hat seine Schwester, hat das vor einer Kommission, hat das wiedergegeben, dass er paranoide Wahnvorstellungen hatte, wo er nämlich gesagt hat, dass die US-Regierung einen Holocaust planen würde an allen Juden und auch erzählt hat, dass im unteren Stockwerk des Gefängnisses von Dallas, in dem er auch war, bereits 160 Millionen Juden ermordet worden seien. Ich wiederhole noch mal kurz die Zahl. 160 Millionen Juden in Dallas, im Gefängnis. Das war seine feste Vorstellung. Also wir haben es hier offensichtlich mit einem Wahnsinnigen zu tun. Und Tatsache ist aber auch, wir haben keine Ahnung, warum er das gemacht hat oder mit wem er wo in welchem Kontakt stand. Wir wissen nichts. Also ja, nee, also man war, also es ist halt, bleibt halt bei dem, also genau, also ich bin gespannt, ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich weiß nicht, wann die, also ich bin gespannt, ob diese Akten noch zu unseren Lebzeiten geöffnet werden. Es ist halt schon interessant, finde ich, was da wirklich... Wir müssen nur noch weitere 150 Jahre leben, kein Thema, oder? Ich glaube, es könnten auch 50 sein, aber... Dann schaffen wir das auch mit den vierstelligen P-Day-Folgen, super. Hoffentlich. Sag mal, aber möchtest du noch was Historisches sagen? Nee, ich glaube, ich muss langsam lösen, ne? Ja, dann. Da-da-da-da. Ich gebe zu, dass ich gut bezahlt werde, aber es ist nicht mehr, als mir zusteht. Schließlich bin ich öfter gepiept worden als eine Nutte. Bin ich öfters hat das gesagt. Als eine Nutte. Hm. Erstens Sean Connery, zweitens Roger Moore, drittens Daniel Craig, viertens Pierce Brosnan. Möchtest du einen Tipp haben? Nein. Okay. Also, ich habe vorhin schon gesagt, dass ich Pierce... weiß es. Genau, den Satz kenne ich. Da muss ich mal raten. Das haben wir in der Schule gelernt. Nee, Pierce Brosnan, ich bleibe dabei, ist mir als... er hätte sich auch wirklich nicht in die Lage bringen lassen, das zu sagen, weil das wäre öffentlichkeitsschädlich geworden. Pierce Brosnan ist eine andere Art von Schauspieler und der ist ja darauf angesetzt, vom Publikum geliebt zu werden. Und sein Bond ist ähnlich übrigens, das wie der Roger Moore Bond, ein schelmischer Bond. Er hat ja im Grunde genommen Remington Steele weitergespielt. Und er ist also dieser charmante, ich finde auch immer, wenn Pierce Brosnan zugeschlagen hat, dann irgendwie immer so, dass man gedacht hat, aber dem anderen ist nicht wirklich was Schlimmes passiert. Ich glaube, er hat sogar manchmal die Hand geschüttelt. Ja, ich glaube, ja, es gibt auch so Szenen, wo er jemanden schlägt und sagt, ah. Wobei, das gibt es, glaube ich, auch bei Roger Moore und Daniel Craig. Nicht Roger Moore, Entschuldigung. Bei Daniel Craig ist es aber nicht lustig, weißt du, bei Roger Moore. Also genau. Pierce Brosnan, ja, ich muss ja sagen, ich habe ja einen gewissen Fable für sowohl Roger Moore als auch für Pierce Brosnan, also so diese Szenen, wo er halt, keine Ahnung, irgendwie, ich habe gerade so eine Szene vor Augen, ich glaube, das ist Der Morgen stirbt nie, da kämpft er mit einem und wirft den dann in die Zeitungspresse und guckt hinterher und sagt, wer sagt, dass das Wort mächtiger ist als das, nee, die Feder ist mächtiger als, also so, er sagt das ja immer, solche Plattensprüche dann hinterher, wenn er die getötet, das macht Daniel Craig natürlich nicht. So. Nein, das macht, und wie gesagt, deswegen sage ich, wenn Pierce Brosnan, also ich vermute mal, dass dieser Satz ja irgendwo in einem Interview außerhalb der Bond-Geschichte gelaufen ist, logischerweise, also wenn Pierce Brosnan so etwas in einem Interview gesagt hätte, hätte es ihm eher geschadet und dazu ist er wieder ein Profi oder hat eine Agentur, also die dann Profis sind, also deswegen wäre ich der Berater von Pierce Brosnan, würde ich ihm sagen, sag das so nicht. Sag das anders. Okay. Also Pierce Brosnan ist weg. Roger Moore ist für mich one of a kind, a little bit, like Pierce Brosnan. Er ist der Vorgänger von Pierce Brosnan. Nicht der direkte, klar, aber in der Art und Weise, wie er den James Bond dargestellt hat, war er auch ein weicher, humorvoller James Bond, der unheimlich charmant durchs Leben gegangen ist. Und im Grunde genommen, es gibt das Gleiche, wenn Roger Moore alias James Bond seinem Gegner in die Beine geschossen hat, damit
die ihn nicht mehr verfolgen können. Und die Gegner hatten ihre Knie in einer Flucht, sodass die Kugel beide Knie durchschlagen hätte. Da hätte Roger Moore vorher noch gesagt, würdest du bitte die Beine auseinander machen, sonst hast du zweimal einen Schaden und das will ich nicht. Dann dauert die Erholungsphase länger und so weiter. Komm, also der war auch ein guter Roger Moore für mich auch gestrichen. Es hätte ihm nichts genützt, wenn er seinem James Bond Publikum gesagt hätte, ich bin richtig oft gefickt worden in meinem Leben. Kommen wir zu den verbleibenden beiden. Sean Connery ist ein wahnsinnig harter James Bond. Das kommt uns heute nicht mehr so vor. Aber er ist der Ur-James Bond. Und der hat ja auch in seinem Gesicht als junger Mann insbesondere eine gewisse Härte und Brutalität. Und das hat er auch, der hatte auch dieses Charmante. Aber man darf nicht vergessen, es sind die 60er Jahre. Da hat man anders Gewalt dargestellt im Fernsehen und im Film. Also der steht für mich, ist durchaus möglich, und ich habe viele Schotten in meinem Leben kennengelernt, und die Schotten können fluchen. Das können sie. Die haben eine knackige Aussprache. Deswegen ist er für mich einer derjenigen, der sein kann. Daniel Craig ist der brachialste aller James Bond. Ich liebe ihn. Er ist mein James Bond. Er zeigt die volle Härte des Geschäftes und hat überhaupt nichts mehr von diesem lockerflockigen Spion, der alles im Grunde genommen durch ein nettes Lächeln hinkriegt. Der ist brachial. Bei dem würde ich total zusprechen, und dem würde es übrigens auch in seinem Werdegang nichts tun. Einzige Ausnahme, er ist noch James Bond. Und deswegen würde es ihm doch schaden. Weil das glaube ich, würde man nicht sagen können, wenn man noch aktueller James Bond ist. Der Einzige, der es also logischerweise gewesen sein kann, ist Sean Connery, weil er nicht mehr James Bond ist, alles hinter sich hat und er darf Ficken sagen. Fertig aus. Willst du jetzt noch, bevor du endgültig löst, möchtest du meinen Tipp nochmal hören? Verwirrt er mich? Ja, komm, hau raus. Ja. Also derjenige, der das gesagt hat, war mit Heike Makatsch zusammen. Hätte auch Profifußballer bei Manchester United werden können. Ach du Scheiße. Bei Manchester? Möchtest du jetzt lösen? Das hilft mir überhaupt nicht, verwirrt mich nur. Also ich glaube, dass Daniel Craig definitiv, so wie der aussieht, kann der Fußballer sein. Von Dings, Sean Connery, habe ich keine Ahnung. Mir, bleib doch, also lass dich nicht verrückt machen. Vielleicht bleib. Ich bleib trotzdem dabei. Daniel Craig kann nicht, ich bin vom Leben gefickt worden, sagen, solange er James Bond ist. Das geht nicht. Das wird er auch nicht tun, und es bringt auch nichts, weil es auf seine momentane Darstellung, also es wird die Rezeption des Publikums verändern, wenn sie so etwas gehört haben und ihn morgen in einem Film sehen. Sean Connery ist passé, der hat nichts, deswegen funktioniert. Sean Connery, bleib dabei. Patrice, 100. Folge, und du bist 100%ig gut in dieser Kategorie. Es ist Sean Connery, der, wie geil, als er schon seine ersten Filme gedreht hat, ein Angebot von Manchester United bekommen hat, dass er Profifußballer werden hätte können in der ersten Mannschaft. Und das war ach, guck mal. Aber sag mal, weißt du zufällig den Hintergrund? Was meinte er damit? Also wo hat er so auf die Fresse bekommen, dass er gesagt hat, ich bin so oft gefickt worden? Nee, das weiß ich nicht, aber ich glaube, es war wahrscheinlich einfach, ich habe nur dieses rausgerissene Zitat, also weiß ich gar nichts, aber ich denke auch, das hat er wahrscheinlich einfach in einem Interview mal gesagt, so launig, ne, so vielleicht sogar schon als Bonddarsteller oder so, also sie verdienen viel Geld, und dann darauf könnte ich mir vorstellen, so einfach gesagt, oh, ich gebe zu, ich werde schon gut bezahlt, aber ganz ehrlich. Also ich denke, er hat es auch mehr metaphorisch gemeint. Man muss auch Folgendes sagen. Also im englischen Umgangssprachgebrauch ist das I've been fucked, heißt nichts anderes als ich bin verarscht worden. Ja, genau. Also das muss man auch sagen. Ne? Nichtsdestotrotz muss es zu einem... Mittlerweile bei uns schon, auch, zumindest bei... Ja. Ja, genau. Aber man würde es halt, also das würde, also das passt halt in dem allgemeinen Wortschatz nicht so richtig rein bei uns. Es klingt bei uns auch einfach ganz anders, ja. Es klingt bei uns noch härter, aber auch in England, auch in Schottland, ist es schon ein Unterschied. Es ist wie vergleichbar, wie wenn du im Deutschen sagst Mist oder Scheiße. Scheiße ist härter als Mist. Genau, deswegen, so ist es schon auch. Also es ist...
Es ist in einer gossigen Sprache. Sie ist nur nicht so hart, wie es im Deutschen klingt. Das wollte ich nochmal. Zur Ehrenrettung von Herrn Connery. Ich liebe Sean Connery. Guckt euch heute an diesem 24. November einfach mal alle Bond-Filme am Stück an. Wundervoll. Das schafft ihr gar nicht. Aber viel Spaß dabei. Nee, das geht ja gar nicht. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.